Dieser Mann gehört zu den Besten. Mit dem Gewehr, mit dem Messer oder mit den bloßen Händen. Ein Mann, der trainiert ist, keine Schmerzen zu, der sie verdrängt. Er lebt draußen und isst Dinge, die sie zum Kotzen finden dürfen. Lassen Sie ihn laufen. Was? Ja. Entspannen Sie die Situation. Lassen Sie ihn. Halten Sie sich zurück und lassen Sie ihn entkommen. Und dann starten Sie eine landesweite Suchaktion. Wenn Sie ihn alle herausschicken, werden Sie alle töten. Wir sind zwar nur eine kleine Landpolizeistation, Colonel, aber es wird von uns erwartet, dass wir unsere Pflicht tun, genau wie unsere Heldinnen Sondereinheiten. In den Sondereinheiten lernen die Leute zu überleben, das ist ihre erste Pflicht. Ach da, daran habe ich nie gedacht. Ein Krieg, den wir nicht gewinnen können. Wollen Sie ernsthaft sagen, dass wir mit 200 Leuten gegen diesen Wahnsinnigen nichts ausrichten können? Bei so vielen Leuten konnten die einen nicht vergessen. Was? Ich hab den letzten Clown gefrühstückt und die Wahrheit verleugnet. Und jeden Tag nur mit Essen, Saufen und Schlafen vergeudet. Und jeden Abend denk ich, morgen wird bestimmt besser als heute. Doch mein Name steht ganz oben auf der Liste des Teufels. Und mit Whisky beträufel ich meine Sportzigaretten in ultraviolettes Licht getauchte Silhouetten von tausend Menschenketten. Und sie laufen und sie hetzen und sie glauben an die Rettung, weil sie pausenlos verletzt sind. Vertrauen oder kämpfen oder doch nur guter Wodka, die Tollwut regulieren, weil das einfach guter Stoff war. Du sagst Vollblutopfer und weil der Notruf oft war, bist du nach diesem Spruch auf einmal Vollblutopfer. Und ich reiße mich los, doch sie verfolgen mich, wo grad die Schatten tanzten, alles voller Licht. Sie schleifen mich zu diesem Wichser mit der Anklageschrift und ich denk nur so, okay, als nächstes jagen wir die. Was haben wir denn hier? Wozu hat man wohl so ein Messer dabei? Zur Jagd. Ein besonderer Klugscheißer. Was jagst du denn mit einem Messer? Ich wache auf und weiß nichts mehr. Nur Blaulicht und Scheißgesichter, die staunend auf mich starren wie Frauen, wenn ich im Bier schlaf. Ich aul in die Brause, erlaucht ich Tiefschlaf. Ich seh nichts genau, weil ich schau wie durch Milchglas. Ich steh nicht für euch auf, schlag mich doch grün und blau, ich chill grad. Fresse halt, danke, hier glänzt wie an der Tanke. Blaues Licht, auch ganz schick, ihr schaut mich ängstlich an. Es gibt so viel, was ich verkackt haben könnte. Ich hab fast alles falsch gemacht, aber ich kack drauf, du Penner. Ihr seid selber schuld, ihr habt mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Dicht und blind schieb ich mein Gesicht durch den verfickten Wind. Ich muss pissen, doch die Handschellen kneifen. Ich bin angeleint, Paparazzis machen Panoramas geil. Mal bisschen anderer Style, so durch den Sand geschleift. Entlang zwischen den anderen Leichen, die mich anstarren, scheiße. Licht blendet, ich hab lila Schwitzhände. Zwischen den vier Wänden sitzen, kritzel ich Hitze in meinem Gehirn. Klemme verwirrt zwischen den Gitterstäben, nee, das schaff ich eh nicht. Ich kack euch auf die Schädel, eh mein ganz besonderer Fetisch. Mach ich soll mich jetzt pathetisch in dem milchigen Chemolicht. Unter der Milchglasscheibe, die ich nicht versteh. Ich lieg beim Schlafen auf den Fließ neben dem Planschbecken zum Pissen, weil die Bodenheizung das letzte ist, was die Assis mir ließen. Ich bezahl auch noch für diesen fucking Stasi-Verlies, wo der Beamte sicher grad vor dieser Stahltüre wächst. Wichser, ich pisse auf dein Türspion. Verdammt, ich treff den nicht, ist zu weit weg von diesen Gitterstäben. Menschlein, ich bin ekelhaft, ich weiß, das ist das Leben, das ihr nicht kennt. Das Ekelhafte mit sich selber reden auf ner Pritsche. Das Klimpern dieses Schlüssels, das Grinsen dieses Schließers. Da schießt dir dein scheiß Grinsen gleich bis tief in deinen Blinddarm. 700 männliche Häftlinge sind in der hochmodernen Einrichtung untergebracht. 480 von ihnen gelten als stark rückfallgefährdet und sind eine ständige Bedrohung für die Sicherheitsbeamten und Insassen. Hier ist man lebendig begraben. Ich frag dich nur noch einmal. Ich musste wohl zum Serienkiller werden. Ich habe zwei Aufstände miterlebt. Das ist kein guter Ort. Er hat meinen Arm mit einer Rasierklinge aufgeschlitzt. Der Strom wird durch das Kabel in den Stuhl fließen. Ich werfe den Beamten folgende Verbrechen vor: Erpressung, kriminelle Geschäfte, Brutalität der Polizei.